Happy Birthday, Jurassic World Evolution 2. Denn genau vor einem Jahr ist das Spiel rausgekommen, am 9. November 2021. Und heute feiern wir das einjährige Jubiläum. Und wir bekommen auch was, nämlich ein kostenloses Update. Das ist das Update 1.5.10, glaube ich, Moment. Ja, 1.5.10. Und wir bekommen eine neue Attraktion, und zwar die Seilbahn. Die gibt es in der Jurassic World Ära. Und die probieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Ich habe jetzt noch Mods installiert. Deswegen kann ich die jetzt auch im Weg platzieren, aber ist ja nicht weiter schlimm. Sogar eher praktisch. Wir führen die jetzt einfach mal hier durch dieses... Ah, die hat nur eine maximale Reichweite. Das ist auch interessant zu wissen. Das heißt, bis da hinten könnte ich jetzt nicht. Das ist hier die Max-Reichweite. Ist auch das erste Mal, dass ich die jetzt gerade teste. Also es ist hier alles gemeinsam. Platziere die dann einfach mal hier hin. Sind hier übrigens in meinem Late Cretaceous Park. Das sieht echt interessant aus. Da kann man auch selber mitfahren, da bin ich mal gespannt. Aber wie hoch das hier ist, das ist ja cool. Was hat man denn hier für Optionen? Ah, man kann die Richtung wechseln. Oh, dann wird der andere Turm höher. Der ist dann sogar noch viel höher, weil hier halt ein Berg ist. Oh, da fahren schon Gäste. Wie cool ist das denn? Okay, das ist krass. Oh mein Gott. Das muss so ein cooles Feeling sein. Aber man kann jetzt hier auch auf Fahren drücken. Ansonsten bewegen, deaktivieren. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Man könnte sogar selber steuern. Okay, das ist verdammt cool. Okay, das war die Fahrt. Fand ich echt gut. Also es war auch nicht zu schnell. Man konnte gut was sehen. Kann es jetzt nochmal drehen. Und dann müsste man eigentlich auch da direkt reingehen können. Testen wir das auch mal. Da oben fahren sie. Das sieht echt abgefahren aus. So, wir gehen jetzt mal zu dem Gebäude hin. Das ist ja richtig cool. Kann man denn hier noch machen? Markierungen umschalten, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ach, dann sieht man die Dinosaurier. Seht ihr das da unten? Da läuft ein Gallimimus oder was es ist. Ja, wir fahren nochmal. Kann sich auch fast bis nach hinten umdrehen. Also nicht ganz 360 Grad. Hier hinten stoppt es dann. Aber fast. Und dann komme ich hier direkt raus. Okay, das ist ziemlich cool. Und wisst ihr, was auch noch gut ist, Leute? Ich habe ja noch die ganzen Mods installiert und die scheinen alle noch zu funktionieren. Weil ich hatte schon so ein bisschen befürchten, weil normalerweise ist es ja so, wenn ein neues Update rauskommt, müssen auch die Mods geupdatet werden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Finde ich sehr gut. Das wäre halt echt bitter gewesen. Gucken wir uns das Gebäude jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Sieht auch sehr interessant aus. Also ich glaube, der Busch hier gehört nicht dazu. Habe ich nur ineinander platziert. Oh, ist aber auch in diesem gleichen Stil, den auch zum Beispiel die Toiletten im Jurassic World haben. Also ich mache mal eine Toilette daneben, einfach würde ich sagen. Kann man das nochmal ganz kurz sehen. Also so auch dieses Braun da drin, dann dieses Weiß. Finde ich sehr schick. Und dann noch so ein bisschen die Betonoptik. Wird auch für unser aktuelles Parkbauprojekt richtig cool sein, glaube ich. Oh, da kommen ja schon wieder echt gute Ideen. Das kann man auch mega gut als Säule oder so benutzen, dieses Gebäude. Wie hoch das einfach ist, das ist einfach krass. Und das kann man wahrscheinlich noch mehr ausreizen, wenn man hier den Berg noch höher macht und hier noch ein bisschen absenkt oder so. Aber ist schon eine sehr coole Attraktion. Ich feiere das auf jeden Fall und vor allem ist ja auch kostenlos. Das macht es halt noch... Wie cooler. Das ist ein nettes Geburtstagsgeschenk für uns. Eine weitere Sache ist übrigens auch noch durch das Update in das Spiel gekommen. Nämlich kann man jetzt die Time Controls, also hier unten, dass man auch die Zeit anhalten kann und sowas und verschnellern kann. Das kann man jetzt auch benutzen während Tour Rides, also sowas, was wir hier haben.
Und jetzt hier einfach die Zeit anhalten. Das ging vorher nicht. Und das kann man auch benutzen, wenn man da unten zum Beispiel in Besuchergalerien ist. Können wir gleich nochmal gerne gemeinsam ausprobieren. Gehen wir mal hier rein. Genau, hier können wir dann auch pausieren. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Taste gibt, um das da schneller zu schalten, weil mit der Maus komme ich da ja nicht wirklich hin. Falls ihr da eine Taste kennt, dann sagt es mal gerne. Weil ich würde auch gerne mal jetzt auf schnell stellen oder sowas, aber ich kenne halt nur Leertaste für pausieren. Aber ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich kann auch gleich mal eben schnell in den Controls nachgucken, wenn ihr wollt. Hier müsste es jetzt eigentlich auch gehen. Ja. Ah, guck mal, hier sind die Tasten. 1, 2, 3. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das geht. Wieder was dazugelernt nach einem Jahr. Das geht halt wirklich. Okay, das ist cool. Ist ja cool, dass man das jetzt hier benutzen kann. Ich glaube, der Sound ist aber ein bisschen verbuggt gerade gewesen. Der kam gar nicht hinterher, weil ich vorgespult habe. Aber jetzt bin ich zum Beispiel auf Stufe 3. Auch sehr nettes Feature, muss ich sagen. Ja, und Leute, das war dieses kurze Infovideo. Nochmal Happy Birthday an Jurassic World Evolution 2. Hat echt Spaß gemacht, also ein Jahr jetzt das Spiel zu spielen. Und es ist noch lange nicht langweilig. Also, da wir werden noch ganz, ganz viel in diesem Spiel dann gemeinsam erleben. Sieht übrigens ziemlich cool aus, wie viele hier gerade rutschen. Einmal gehe ich noch in so eine Perspektive, wo die dann so an uns vorbeisliden, ganz schnell. Die strecken sogar so die Arme aus, habt ihr das gesehen? Interessant. Das sind auf jeden Fall die neuen Ziplines, die jetzt durch das kostenlose Update zum Geburtstag rausgekommen sind. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und ein Kommentar wäre auch nett für den Algorithmus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.